Jetzt sehe ich, ihr habt schon Alkohol getrunken. Hält man den CSD nur betrunken aus oder warum macht man das? Nee, einfach weil es schön ist. Man muss darauf trinken. Ein wunderschönes Hallo hier beim CSD in Leipzig. Ist schon eine kleine Heimat für mich. Das dritte Mal bin ich hier und ich glaube, das wird auch richtig geil. Ich freue mich, der Umzug läuft schon. Wir zeigen jetzt richtig geile Bilder, haben richtig coole Leute interviewt. Freut euch, der CSD 2022 in Leipzig. Warum ist der CSD Leipzig ein Muss? Ja, weil der CSD Leipzig einfach geil ist und immer größer wird und immer größer wird. Jedes Jahr Tausende mehr. Und ich glaube, gerade in Sachsen gibt es noch viel zu tun und viel zu kämpfen. Leipzig nicht mehr so. Leipzig ist schon sehr offen. Aber der Rest von Sachsen, da muss eine Botschaft von uns ausgehen. Regenbogenfahne, du trägst sie nicht nur, du hast sie sogar im Gesicht. Ja, genau. Wieso? Naja, wieso? Weil das ich bin und ich halt gerne die Fahne trage und jeden stolz zeigen möchte, wer ich bin. Für Sicherheit auf den CSD sorgt hier Mr. Policeman. Hallo. Hallo. Bist du hier auch polizeilich im Einsatz? Natürlich. Man sieht's hier, bisschen Dominanz. Gehört auch mal ein bisschen zum CSD, mal ein bisschen kinky zeigen. Ist sehr wichtig. Jetzt natürlich die Frage, was machst du mit den Leuten, die böse waren? Naja, komm mit Handschellen abgeführt, so wie es gehört. Mein Name ist Rachel, hallo. Hallöchen. Und wer ist der attraktive junge Mann neben dir? Das ist mein Partner. Ich bin der Niklas. Hallo Niklas, wie gefällt es dir beim CSD in Leipzig? Schön. Sehr, sehr schön. Also muss ich sagen, sogar schöner wie Dresden. Echt? Ja. Woran machst du das fest? Jetzt hier, Fakten auf den Tisch. Die Stimmung ist geiler. Von Anfang an. Ja, ja. Definitiv. Und die Route ist nicht so lang. Richtig, das stimmt. Sehr transenfreundlich. Wie gefällt's dir in Leipzig? Ja, wunderbar. War letztes Jahr auch schon auf dem CSD. Letztes Jahr waren ja, glaube ich, 100.000 Leute da. Ja, scheint ja dieses Jahr hoffentlich auch wieder so eine große Zahl zu sein. Ja, vielleicht sogar noch mehr, weil ja Corona so ein bisschen in den Hintergrund geraten ist. Sag mal, im letzten Jahr hattest du noch ein bisschen weniger an. Heute ist ein bisschen mehr geworden. Hast du ein bisschen gesammelt über das Jahr hinweg? Kleines bisschen, ja. Corona-Bonus hat sich gelohnt. Der ist hier reingeflossen. Ist das echtes Gold und echte Diamanten? Nein, leider nicht. Dafür reicht es noch nicht. Vielleicht nächstes Jahr. Ich habe Lotto gespielt. Mal gucken, was es heute wird. Na, auf jeden Fall. Sag mal, also es sieht ja schon sehr schick aus. Ja, du bist bestimmt ja auch ein Fotomotiv, oder? Ja, schon. Also bisher, ich hätte eigentlich Geld einsammeln sollen, dann hätte ich es vielleicht ein bisschen gerechnet. Mal gucken. Also ich fühle mich ja so ein bisschen fame. Die Leute, die fotografieren ja alle. Ja. Aber nicht wegen mir, sondern wegen dich. Ja, darf doch sein, oder? Also ja, ich hoffe, dass ich mal wieder in der FAZ abgedruckt werde dieses Jahr. Naja, das möchte ja wohl sein. Ja. Hoffentlich mit mir, ja? Bei mir ist Leopold. Hallo Leopold. Hi. Ist da nicht ein bisschen warm unter der Maske? Ein bisschen, aber heute sind ja Gott sei Dank milde Temperaturen, da geht das. Trägst du die Maske auch so in deiner Freizeit oder nur hier beim auf dem CSD? Kommt drauf an, also teilweise auch in meiner Freizeit, aber meistens nur auf dem CSD. Ihr habt ja ganz schön groß aufgefahren, Magdeburg, ja? Ja, naja, wir sind ein großes Bundesland, da brauchen wir auch viel Platz auf dem LKW. Ja, auf alle Fälle. Wie gefällt es dir in Leipzig? Warum seid ihr hier in Leipzig mit so einem großen Truck? Wir waren 2019 das erste Mal als hier und jetzt als CSD Sachsen-Anhalt wollen wir natürlich auch für die Europride und für unser Thema präsent sein. Das ist jetzt die Dresden-Gang. Ihr kommt alle aus Dresden? Ja, wir sind alle aus Dresden, ja.
Wie gefällt es euch hier in Leipzig, der schöneren Stadt von beiden? Dresden ist immer noch die schönere Stadt, ist ja auch die Landeshauptstadt. Aber es ist sehr, sehr cool. Viele Massen und ein geilen Vibe hier. So, wir bleiben gleich in Dresden. Bei mir ist die Stadt bekannteste Transe Dresdens. Hallo. Hallo. Wurde mir so zugetragen. Ist das okay für dich? Das ist wahnsinnig in Ordnung, klar. Was macht dich oder was verleiht dir diesen Namen? Warum darfst du denn diesen Namen tragen oder musst ihn tragen? Ich bin die Einzige, die das seit 10 Jahren durchzieht und die seit 10 Jahren den Leuten wahnsinnig auf den Sack geht mit elektronischer Musik. Und deswegen ja, habe ich die Ehre, diesen Titel zu tragen. Und wie ist es hier so in fremden Gebiet Leipzig zu sein? Wahnsinnig schön, ich liebe Leipzig, weil die Leute in Leipzig elektronische Musik viel, viel besser zelebrieren als die Dresdner. Oh. Ja, Shoutout. In Dresden wollen immer alle nur Popmusik hören, ganz schlimm. Wen habe ich denn hier? Ich bin Fixi Fate aus Berlin, hi. Aus Berlin und dann hier nach Leipzig, wie kommt's? Ich finde ja, Leipzig und Dresden ist immer noch so ein kompletter Gegensatz zu Berlin, weil einfach der Community-Faktor oder der Community, was so rüberkommt, viel enger ist als in Berlin, wo du dann irgendwie 1 Million Leute und irgendwie 800 Trucks hast. Hier ist es halt familiärer, hier hält man mehr zusammen, so habe ich so den Eindruck, ja. Hallo Athena. Hi, grüß dich. Was hast du da auf dem Kopf? Meine Haare. Kann ich die mal anfassen? Nee, bitte nicht. Was ist das? Ist nicht sturmsicher. Das war doch schlecht und das ist ein bisschen windig. Das ist einfach nur Ästhetik und gute Laune. Was ist das? Bist du ein V? Naja, eigentlich nicht. Eigentlich ein Regenbogenengel soll das darstellen mit bunten Federn. Ich hoffe, es ist gelungen. Oh, schönes Schwänzchen habe ich. Kannst du mal dein Schwänzchen ein bisschen wackeln? Mach das mal. Ja, ja, sehr gut, sehr gut. Ein bisschen war noch ein bisschen, ja. Ja, richtig, ja, nicht das ab. Aber was hält denn? Leipzig, sehr viele Menschen, die sehr tolerant sind. Wir gehen ja für Toleranz auf die Straße. Es gibt aber immer noch ganz viele in der Gesellschaft, die intolerant sind. Welche Erfahrung hast du denn in der Gesellschaft gemacht in Bezug auf Intoleranz, auf Homophobie? Also ich habe tatsächlich noch nicht so viele Erfahrungen gemacht. Es ist immer mal wieder dazu gekommen, dass ich blöde Kommentare bekommen habe, beispielsweise, weil ich eben Sachen wie zum Beispiel pinke Sachen trage, die ja jetzt nicht typisch männlich sind. Da wurde mir eben mal hinterhergerufen oder blöde Kommentare halt gesagt. Kleinigkeiten so, ja, wer ist die Mann, wer ist die Frau und sowas, das hat man immer noch von Kollegen und Kolleginnen, kommt schon mal vor. Ansonsten hier in Leipzig geht's schon, also da habe ich selber die Erfahrung gar nicht so extrem gemacht bisher. Also da wird immer so gesagt, nee, geh weg, das ist richtig ekelhaft, so, wer seid ihr, das ist nicht normal oder sowas. Oder sucht euch mal einen Jungen oder ich mach dich wieder straight oder sowas. Und was macht das dann mit dir? Naja, ich ignoriere das meistens, weil ich bin eigentlich ziemlich selbstbewusst, aber es gibt halt auch Leute, denen das nicht so gut tut. Also bei mir war das auch am Anfang so, dass ich mit mir dann dachte, nee, dann lasse ich das jetzt so. Oh, Hilfe! Ja. Jetzt bin ich feucht. Okay. Du auch? Nee. Hast du noch Akzeptanzprobleme so in deinem privaten Umfeld? Definitiv, ja. Was ist da so? Familiäre Zusammenschaft sind sehr gegen sowas. Ich hab's ziemlich schwer in der Familie, sag's mal. Ja, also ich wurde mein ganzes Leben lang gemobbt und zusammengeschlagen, diskriminiert, alles Mögliche. Und ja, das habe ich mein ganzes Leben lang schon seitdem ich 6 bin, miterleben müssen. Aber ich stehe drüber, mich hat das nur stärker gemacht und ja. Ich weiß nicht, ob ich mich selber outen kann, weil ich nicht weiß, wie meine Familie dazu steht, weil ich auch schon oft homophobe Aussagen bekommen habe. Kann ich ein geiles Beispiel geben, zum Beispiel der Feuerwehr, also mein Beruf sozusagen. Habe ich gestern meine Wehrleitung in Kenntnis gesetzt, wie auch die ganze Wehr. Ja, die nehmen das super auf, ja, also da, die stehen absolut hinter mir. Ja, die, klar waren die erstmal im Moment geschockt, ja, aber völlig entspannt. Auch in meinem Alltag. Ja, ich gehe halt von Anfang an so ran, ja, und sage nicht, ich bin das und das, sondern nee, ich bin genau das, was ich denke, was ich fühle, was ich auch bin.
Beispiel geht man mit seinem Freund zur Arztpraxis, ne, und fragt die Arzthelferin ein, ist das ihr Freund? Und mein Freund ist halt, kommt halt eben, also ist halt Inder, ne? Und die Arzthelferin sagt dann halt so, ja, ist das ihr Dolmetscher? Ne? Also ist, ne? Ja, ich bin in der Schule gemobbt worden. Genau, für feminines Aussehen. Genau, also mit Schlagen, mit Spucken, mit Sachen klauen. Genau. Was hat das mit dir gemacht? Naja, ich habe so einen Panzer, glaube ich, um mich drum gebaut. Und das ist quasi meine Antwort jetzt da drauf, dass ich jetzt denke, fuck you, Haters. Ich muss sagen, zum Glück so gut wie noch gar nicht. Außer, dass mal irgendwie so ein scheiß Spruch kommt oder dieses Catcalling oder sowas. Aber ansonsten, toi, 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 keinerlei Übergriffe, noch nichts weiter. Aber ich darf fragen, was hast du denn aktuell so gemacht in Bezug auf Homophobie gegenüber dir? Noch keine, glücklicherweise. Also, von meinem Stiefvater habe ich einfach keine Antwort bekommen, als ich rausgekommen bin als wie. Aber ansonsten waren alle sehr supportive. Ich glaube, dadurch, dass ich, sage ich jetzt mal, in Dresden nicht ganz unbekannt bin, das verleiht mir ein bisschen Schutz. Also ich würde jetzt nicht rausnehmen, zu urteilen, dass es wahnsinnig entspannt ist. Ich glaube, für Leute, die halt ja nicht diesen Schutzraum haben der Öffentlichkeit, ist es immer noch nach wie vor schwer. Und deswegen gehen wir auf die Straße jedes Jahr und wie du siehst, auch mehrfach im Jahr. Ich wechsle die Stadt, um mehrmals im Jahr mich dafür einsetzen zu können. Ja, das war der CSD 2022 aus Leipzig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Die Stimmung auf jeden Fall war richtig gut. Hier wird noch ein bisschen gefeiert. Wir verabschieden uns aber. Wir haben, glaube ich, richtig tolle Bilder eingefangen. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne unseren Kanal, liked das Video und teilt es auch gerne. Wir sehen uns dann wieder zum nächsten Mal beim CSD in Berlin. Schon nächste Woche. Ich freue mich drauf. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Tschüss.